Also in unserem Haus, ja, da gibt es mittlerweile mehr Ferienwohnungen als Mieterin, wo so viele Menschen dringend eine Wohnung brauchen. Bei uns ist das auch so. Und ständig ist Party. Und wenn die dann alle weg sind, da hast du plötzlich ja keine Nachbarn mehr. Das ist wie im Geisterhaus. Alter, was denn das? Was soll denn das? Ach, Mist. Hey Jaguar, was geht? Die haben mich rausgeworfen. Meine Wohnung ist jetzt eine Ferienwohnung. Das kann doch nicht sein, da muss doch was machen. Voll mies. Hey, ich hab's, es gibt doch das Zweckentfremdungsverbot. What? Zweck was? Also, die dürfen da keine Ferienwohnung draus machen. Das ist deine Wohnung. Komm, wir holen uns die wieder. Yeah! Cool, yeah. Nice, Jan! Hallo? Hallo, guten Tag, Vermieterin. Also, das ist Jaguar und das ist seine Wohnung, die sie da an Ferienreste vermietet haben. Das dürfen sie nicht, das ist eine Mietwohnung. Das ist verboten, per Gesetz und so, ne? So. Verstehen Sie? Genau, geht nicht. Naja, wenn das so ist. Na, das wäre dann geklärt, Leute! Yeah! Wir haben es geschafft! Ja! Du, ist natürlich eine schöne Sache, wenn das klappt mit der Vermieterin, ne? Aber funktioniert leider nicht immer. Und dann kann man nämlich die Wohnung auch beim Amt melden. Die kümmern sich dann drum. Ich würde mal gerne mit den Feriengästen reden und denen mal was erzählen über die Wohnungsknappheit hier. Hast recht. Man denkt immer, dass man nichts machen kann, ne? Aber mit ein bisschen Grips und gemeinsam kann man jede Menge erreichen. Und dann ändert sich nämlich auch was. Und ganz wichtig, lasst uns solidarisch sein. Zusammen können wir so richtig Krach machen gegen das Scheißsystem. Redet miteinander. Vernetzt und organisiert euch. Werdet aktiv. Seid laut, seid mutig. Bewegt euch!